Hallo meine Lieben, es ist 1. Mai, 10:40 Uhr, 2023 und ich habe mich dazu entschlossen, nochmal ganz tief reinzugehen in das Thema Buchhaltungstools. Und da habe ich quasi am Samstag begonnen damit und gestern auch und jetzt den Feiertag nutze ich jetzt auch nochmal dazu. Und ich habe wirklich so ziemlich gefühlt alles durchforstet, was es im Internet gibt, auf Google, YouTube und so weiter. Und da ist mir jetzt hier jemand über den Weg gelaufen. Da muss ich echt sagen, selten jemand, der so viel Energie und Frische ausstrahlt wie dieser Typ hier. Und zwar von der Contist Steuerberatung. Als ich dann leider bei einem seiner Videos erfahren durfte, dass letztendlich der sich spezialisiert hat rein nur auf Freelancer. Also Unternehmer, Selbstständige, die noch nicht bilanzieren müssen. Also sprich unter 600.000 Euro Umsatz im Jahr, beziehungsweise 60.000 Euro Gewinn im Jahr. Und von daher leider für mich, ich war echt kurz davor, Mausklick schon machen wollen und ihn quasi buchen oder zumindest hier eine Strategiesession buchen. Und dann habe ich, hab ich in dem Video so als Nebensatz dann erfahren, dass letztendlich, also ein richtig geiles Video, das war irgendwie so eine Stunde lang, so ein ganzes Webinar. Und am Ende dann, ja, das Ganze hat leider einen Haken. Wir sind spezialisiert. Und dieser ganze Vollautomatismus funktioniert leider nur für Unternehmer oder Selbstständige, die noch nicht bilanzieren müssen, also quasi unter 600.000 Euro Umsatz oder 60.000 Euro Gewinn. Und von daher war ein bisschen leider die Enttäuschung da bei mir, aber nichtsdestotrotz, also das ist wirklich ein Kanal, den kann man sich wirklich mal antun als Freelancer und so weiter. Das ist schon wirklich empfehlenswert. Und wie gesagt, der kennt mich nicht. Ich habe ihn erst gestern auf YouTube entdeckt oder ich hatte ihn auch schon mal vielleicht früher schon mal auch auf YouTube entdeckt. Jetzt habe ich aber definitiv die Glocke bei ihm abonniert, weil nicht nur die Inhalte, die er quasi gibt in seinem YouTube-Kanal, sondern auch quasi die Art und Weise, wie er quasi die Inhalte transportiert, einfach mit einer Frische, mit einer Positivität, die man halt quasi auf deutschen YouTube-Kanälen bezüglich Steuer und Finanzen und so weiter nur sehr selten eben hat. Und das springt natürlich sofort über und man fühlt sich selber viel besser. Und zudem habe ich natürlich auch wie so häufig am Wochenende meine Teilzeitfasten gerade quasi. Also ich habe jetzt quasi sozusagen, ich bin jetzt quasi in der 15. Stunde ohne Essen. Ja, also Teilzeitfasten, Ayurveda, auch ein sehr wichtiges Thema. Das zu kombinieren mit deiner Selbstständigkeit, weil du einfach so viel mehr Energie hast und deine Leber besser funktioniert und deine ganzen Gesundheiten und so weiter. Also alles gehört zusammen. Und deswegen weiß ich auch zum Beispiel den Kurs für Final Freelancing so zu schätzen, weil dort eben auch diese Dinge alle so zusammen sind. Aber gut, ist ein völlig anderes Thema. Auf jeden Fall hier ist ja, genau. Jetzt schauen wir uns kurz rein, damit du auch mal quasi dieser Vibe bei dir überspringt, wie der Typ das einfach vorträgt. 32.682,11 € Betriebseinnahmen und 11.282,22 € Betriebsausgaben. Und wenn ich runterscrolle, sehe ich auch die Differenz, also meinen Gewinn. Wenn ich dazu noch Fragen habe oder mir einiges komisch vorkommt, kann ich... Also letztendlich alles sehr, sehr richtig cool vorgetragen und so weiter, könnte ich mir nicht besser vorstellen. Jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt schaue ich nochmal quasi, was kostet denn aktuell dieses LexOffice? Und da also die bei LexOffice macht ja aktuell sehr viel Werbung. Also wirklich YouTube, bezahlte Werbeanzeigen und so weiter. Und da ist es ja häufig so, zum Thema Kostenfaktor, dass du als User natürlich das mitbezahlen musst in der Regel. Das heißt, die Tools sowie HubSpot, die unfassbar viel Werbung raushauen. Du als User musst ja letztendlich das wird letztendlich oben drauf geschlagen auf den Preis. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich mal auf Testen LexOffice und was sehe ich da? Eine hyperoptimierte Webseite mit wirklich allen Schikanen, also wirklich der absolute Wahnsinn. Da kann man einiges von lernen. Ich habe, glaube ich, noch schon lange nicht mehr eine SaaS-Software Landingpage gesehen, die so krass durchoptimiert war wie diese. Und das spricht einiges dafür, dass die natürlich eine krasse Finanzspritze von irgendwoher haben.
Ja, die können natürlich quasi zu diesem Haufe Verlag oder irgendwie sowas und wahrscheinlich geben die da jetzt richtig Vollgas, um Marktanteile aufzusammeln. Und Zitrone, Ingwer, Tee. Und hier, also quasi hier 50%, was steht hier? Der Inflationsbonus, 50% Rabatt sichern. Ja, also Inflationsbonus, das finde ich schon krass. Weil mal alle ja immer argumentieren damit, dass sie sagen, naja, wegen der Inflation muss ich jetzt meine Preise verdoppeln. Und die sagen, wir halbieren mal eben kurz die Preise wegen der Inflation. Und da steht natürlich schon eine gewaltige Power, also Marktanteil, Eroberungspower ist es, ja. Weil warum machen die das? Weil sie einfach Marktanteile wollen. Also das ist schon das ist einfach ein absoluter Frontalangriff, also ein absoluter, soll ich sagen, ein absoluter Frontal. Also Kriegsansage oder wie sagt man da jetzt, Kriegserklärung an die anderen Tools wie Zendesk und so weiter. Weil ganz offen und ehrlich, also LexOffice ist letztendlich auch ein Tool für Kleinunternehmer, die dann sagen wir mal 5 Mitarbeiter oder 10 oder sowas haben, aber auf gar keinen Fall mehr. Ansonsten wird es wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich, ja, das sagt auch der von Contest. Und von daher, wollen wir sagen, dass die so andere wie Fastbill und Zendesk und so weiter einfach komplett jetzt zerstören wollen, also mit dem, was die da gerade machen, mit der Masse an Werbung und auch professionelle Werbevideos und einfach penetrant, ja, und dann so eine Landingpage, Wahnsinn, und dann so ein Angebot, ja, mit quasi hier Timer drin und so quasi Scarcity, ja, also das ist zum Beispiel hier. So dass man sagt, okay, ich muss jetzt sofort buchen, ne? Also lieber jetzt als morgen, um hier die Hälfte nur zu zahlen. Das ist schon der Wahnsinn. Also. Und jetzt schauen wir mal, monatlich kündbar. Ja. Also nicht dieses, was Zendesk hat, dass sie dir quasi Rabatte geben, wenn du dich für 1 oder 2 Jahre dort quasi dir das holst. Ja, weil ich nutze ja Zendesk, ich weiß das. Und seit 7 Jahren oder so. Und deswegen. Die machen es genau andersrum. Die sagen, okay, also du kannst mehr, also wir nehmen zum ersten die Inflation nicht als Anlass, meine unsere Preise zu erhöhen, sondern unsere Preise zu halbieren. Zweitens ist es monatlich kündbar. Also letztendlich halbe Preise und monatlich kündbar, der absolute Wahnsinn. Ja, also wirklich der absolute Wahnsinn. Und wenn ich das jetzt kombiniere mit all den quasi wo ich jetzt 2 Tage lang und Nächte lang letztendlich mich irgendwelche Reviews und Vergleichsvideos angeschaut habe, ja, Zendesk und Fastbill und was weiß ich alles noch für andere Tools, Gedönse, mit LexOffice ist definitiv LexOffice für Selbstständige, ohne Mitarbeiter, Einzelunternehmer, aber auch schon Kapitalgesellschaften mit 3 bis 7 Mitarbeiter, ich würde mal sagen maximal 5 oder 7 Mitarbeiter, sagt er auch. Aber genau diese Range, wo eben die große, große Masse eben ist und meistens auch nicht drüber hinauskommt, ist letztendlich das beste Tool und dann so ein Granatenangebot. Also da kann man sich so viel rausziehen, ja. Wenn es um das Thema geht, SaaS-Lösung skalieren und richtig, wirklich Attacke machen. Also wirklich Kampfansage an all sämtliche Mitbewerber. Also wirklich langfristiges Denken, langfristige Marktanteileroberung, ja, über ein irresistible Offer, also wirklich ein unschlagbares Angebot, was Preis betrifft, was Features betrifft, was alles betrifft, ja, die Reviews sagen, okay, Zendesk, LexOffice sind die einzigsten, die quasi, wenn sie was Neues rausbringen, es nur rausbringen, wenn es auch wirklich funktioniert, also nicht so wie dieses Reverse Charge Bullshit, ja, bei Zendesk, wo sich keine Sau auskennt und so weiter. Oder irgendwelches Währungsgedöns, was immer nur so halb funktioniert, ja, Internationalität. Also irgendwelche Features rausbringen, die dann nur so halb funktionieren, wo man dann erwartet, dass zahlende Kunden, ja, quasi hier einen Haufen Feedback dann liefern, teilweise auch negatives Feedback, und man quasi das sozusagen dann erst alles nachbessert, Monate später. Und dann zum Beispiel auch so Veränderungen in der Legislative, zum Beispiel bei diesen ganzen Umsatzsteuer wird verändert und das wird verändert und so weiter. Ja, und dann braucht man quasi
bei Zendesk haben es immer erst so zeitverzögert über der Corona-Krise immer wieder, dass man das immer nutzen konnte. Und hier ist halt einfach wirklich tatsächlich so, dass man also wirklich nur Dinge, nur, wirklich nur veröffentlicht, Erweiterungen und so weiter und Optimierungen in der Software, die dann auch wirklich zu 100% funktionieren. Ja. Jetzt gehen wir hier sofort starten und okay. 30 Tage Test endet automatisch, E-Mail-Adresse genügt. Okay. Das hatte ich jetzt vorhin gar nicht gesehen. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Also du kannst es quasi 30 Tage testen oder sofort kaufen und dann diesen Rabatt. Ah, okay, das ist super, super, super. Das ist wirklich, also das ist wirklich graziös. Also marketingtechnisch ist das wirklich Perfektionismus, weil zum einen sagen die, hey, du kannst es 30 Tage, nicht wie die anderen nur 14 Tage, du kannst es bei uns 30 Tage kostenlos testen oder du kaufst es sofort und sparst diesen und zahlst nur die Hälfte, was ja Wahnsinn ist, ja? Weil das ist ja quasi ongoing. Also ich meine, du zahlst ja quasi auf alle Ewigkeit nur die Hälfte quasi. Wahrscheinlich ist es eine Ankertechnik, dass sie sagen, wir wollten von vornherein das zu dem Preis verkaufen, aber trotzdem, wir schauen jetzt mal rein. Also was bedeutet Ankertechnik? Ich sage, hey, ich will mein Produkt für 12,50 € verkaufen und sage aber, normalerweise würde es 24 kosten und jetzt gebe ich dir den Rabatt zu 50% und es kostet nur 12,50 €. Ich wollte aber von vornherein nur 12,50 € verlangen. Das ist Ankertechnik letztendlich. Ich setze einen sehr hohen Anker und tu so, als würde ich dir 50% Rabatt geben. In Wirklichkeit wollte ich nie was anderes haben als wie die 12,50 €. Aber wenn ich jetzt mal hier bitte. Oh, das ist ja geil. Auf meiner Apple Watch. Ah, scheiße, ich habe keine. Na naja, gut, also. Das sind so Spielereien halt einfach. Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den Vimeo-Service zu laden. Es sieht auch viel besser aus, die Oberfläche und so wird auch gerade alles neu gemacht dort. Und das ist, was mich immer so aufgeregt hat in der Vergangenheit. Dass und auch quasi die farblichen Komponenten, ja, alle so wie Stift- und Warentest und sowas, ne? Also sehr, sehr clever gemacht, das Ganze. Das ist schon Attacke. Attacke pur ist das Ding hier. Jetzt wollen wir mal kurz hier sofort starten. Ich will endlich mal den Preis. Nee, jetzt hat echt. Ach so, hier unten sofort kaufen. Naja, muss ich ja da drauf. Okay, jetzt sehe ich die Preise. Ja, es ist 12,50 €. Ich wusste es natürlich schon. Und das ist schon krass. Also, ich meine, 12,50 €. Und du hast quasi alles. Ja? Also es ist quasi das Höchste, was du kaufen kannst. Das ist nicht gerade viel. Ja, weil selbst bei Zendesk zahlst du 17 € oder sowas. Und ja. Und wenn wir jetzt hier mal drauf gehen, auswählen, dann kannst du hier zum Beispiel auch Mitarbeiter verwalten. Für gerade mal 5 € im Monat zwei Mitarbeiter. Das ist unschlagbar. Ja. Naja, das ist unschlagbar, weil gerade die Lohnbuchhaltung und so weiter bei Mitarbeitern, das ist immer das, wo der Steuerberater, wenn er das mitmacht, immer ganz gerne nochmal so ein paar Extrastunden oben drauf gibt, ja, weil es ja angeblich so kompliziert ist alles. In Wirklichkeit ist gar nichts kompliziert bei einer Unternehmensgröße von 5 Mitarbeitern. Das ist halt einfach nur, ja. Die wollen halt auch Geld verdienen, aber gut, jetzt, wie komme ich da wieder zurück? Also, ich wollte hier nochmal kurz reinschauen, hier also zum Beispiel Public API, das heißt, du kannst quasi alles und jeden anbinden, ja, für diesen Preis. Ja, Serienrechnungen und alles Mögliche, ich meine, ja, Kundenportal, okay, passt. Habe ich sogar hier schon bei den kleinen bei 5 €. Muss man mal vorstellen. Okay.
Das ist also sowas wie Kundenportal, Online-Kundenportalen sowas anbieten, ne? Wo sich quasi dein Kunde einloggen kann und dann quasi sehen kann, wo seine Bezahlung und seine Rechnung ist und was da passiert oder sowas. Also das gibt es hier schon ab 5 Euro im Monat, das ist ja lächerlich, ja. Also das ist quasi geschenkt. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht glauben, ja, wie günstig das ist, weil das ist ja quasi, ich sehe ja auch keine Limitierung, keine zeitliche, das heißt, das geht einfach ongoing. Wenn ich das sofort kaufe, ja, dann und monatlich kündbar. Also besser geht es nicht. Ja, monatlich kündbar zu dem Preis. Krass, ober mega krass, ja. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, alles konform und bla bla. Der ganze Schmarrn. Umsatzstatistiken, Reports. Ja, alles dabei. Uploads. Also das Maximum. Super top geil. Also ich bin sowas von begeistert jetzt gerade. Ich werde das Ding kaufen und auch jedem weiterempfehlen. Bis dahin, dein Thomas Klein.